Ich grüße Sie mit dem Dir in Fried von dem Herrn Jesus Christus. Ich will die Verse lesen, Johannes Kapitel 5, 1-9, wo das so sein wird. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog auf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schafto ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen. In diesen lagen viele Kranken, Blinde, Lahme, Verdorrte, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel fuhr zu gewissen Zeiten in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Seuche er auch behaftet war. Es war aber dort ein Mensch, der 38 Jahre lang krank gelegen hatte. Als Jesus ihn da liegen sah und wusste, dass er so lange gelegen hatte, sprach er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, wenn ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus sprach zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und gehe hin. Und zugleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an jenem Tage. Also hier wird gesagt, dass Jesus zu Hand gehen sollte, dass er fast. Und in Jerusalem gab es ein Wutter mit Namen Bethesda. Das bedeutet ein Haus von der Barmherzigkeit oder ein Haus von Mitleid. Und hier wären 5 Säulenhallen, also 5 Städte, da kommen sie sein, wo Menschen können hinkommen. Und wenn sie hier hinkommen deuten, dann können sie geheilt werden. Das wird hier Bethesda, wie sonst du kriegst Hahn ab dieser Barmherzigkeit. Und hier passieren der Heilungswunder. Ab diese Wunder immer zu der bestimmten Tätigkeit und das Fasi wären, kommen nicht so genau sein. Aber hier lagen viele Kranken rum in der Hoffnung, wo die gekommen wären, geheilt zu werden. Einige wären blind, gelähmt oder sogar behindert. Diese verschiedenen Krankheiten als ein Bild für die sündigen Menschen, ihre Halblosigkeit und ihre Blindheit und ihre Nutzlosigkeit. Diese Menschen, die unter diese Auswirkung von der Sinn und ihren Körper zu leiden hatten, die wachten ab der Bewegung von der Wutter. Ihre Horten wären von der Sehnsucht erfüllt, von ihrer Krankheit geheilt zu werden, und sie wollen von ganzen Horten einmal frei werden, geheilt sein. Wenn wir immer nur denken, dann ist es so schön, dass wir wollten, wie können Jesus kommen, wie können geheilt werden. Und hier wird dort eine Stelle, wo sie können hinkommen. Wem dort gelingen deut, der aus ihr Stand und Wutter zu gelangen, der wird von seiner Krankheit geheilt. Man kann sich vorstellen, dem Augenblick zu belebt haben, wenn da so viele Menschen da wären, die halbneidig haben und die versuchten, das Wutter zu erregen und doch bloß einer könnte geheilt werden. Einer von den Männern, der da bei dem Wutter wachten, der 38 Jahre mit seiner Krankheit auch behaftet wird, dass heute in diesem Zustand all gelebt hat, euer der Herr Jesus geboren wird. Und der Herr Jesus wusste dort alles. Er wird diesen Menschen ziemlich vorher begehen, doch er wusste, dass er eine lange Zeit wird, wo er krank wird. Ein Leuchttoll mit dem Fall redet Jesus am Ohren. Wirst du gesund worden? Jesus wusste, dass das der Rat der Wunsch von diesem Mann wird. Aber er will den Mann dazu bringen, dass er das selbst auch gut ansehen kann, dass er helplos wird. Er soll zugeben, dass ihm eine Heilung fehlen wird und dass er angewiesen wird auf eine Heilung. Und ähnlich ist es auch mit der Radung. Der Herr Jesus weiß, wir neidisch wie der Radung haben. Aber er wacht auf uns, dass wir dort betanen sollen mit uns einen Müll, dass wir verloren sind. Dass wir am Brücken aus Radern, dass wir am annehmen. Wir wollen nicht durch unseren einen Wellen gerat. Doch brückt dort uns Wellen, dass wir dort zugeben, damit Gott uns raden kann. Der Antwort von dem Kranken wird sehr deutlich durch. Jahr für Jahr hat er hier mit der Wutter und die Lehren abgewacht und hinzukommen. Doch jedes Mal, wenn der Wutter sich bewegen deut oder bewegt wird, dann hat er schon der am helfen können. Jedes Mal hat er versucht hinzukommen, doch immer war er wie ein anderer auf Herrn. Das erinnert uns daran, weil wir enttäuscht waren, wenn wir uns auf unsere Mitmenschen verloten, dass die uns von unseren Sünden raten sollen. Bloß Jesus allein kann er tun. Der Bad von den Kranken, dass wir eine mit Rats kommen zu sein, und ja, Jesus fordert am nur ab, abzustohlen, sie mit Rats zu nehmen, und dann soll er rumgehen. Der Liefer uns bedient auch, dass wir, wenn wir gerat worden sind, dass wir bloß abgefordert sind, nicht bloß abgefordert sind zum Abstohlen,
sondern auch zum Raumgehen. Der Herr Jesus heilt uns von unserer Sünde, Krankheit, und dann erwartet er von uns, dass wir ein Leben führen, was am ihr bringen wird. Der Heiland, der scheint nicht zu unbefehlen, ihn was zu tun, ohne ihm auch die Kraft zu geben. Als er sieht, dass er soll abstehen und raumgehen, kriegt das Mann auf Fuß eine Kraft in sein Leben nennen. Sein kranker Körper wird immer ganz stark und er wird Fuß geheilt. Das wird nicht ein langer Prozess. Die Glieder, die hier jahrelang schwach und anbrückbar gewesen wären, die werden auf einmal voller Kraft. Und dann gehört es der Heiler dem Wut von dem Herrn. Er nahm sein Bad, stand ab und ging rum. Wir abreden mit dem Wasser, nachdem er 38 Jahre lang krank war. Das will uns von dir auch eine Lektion lehren. Wenn wir auch lang sind blind gewesen in unserem Leben, wir haben Jesus vielleicht noch niemals angenommen. Aber wenn wir in Jesus Christus kommen, er kann uns in einem Augenblick die Sünden aller vergeben und uns nie ewiges Leben schenken. Und dort will der Herr Jesus so jeden dünnen. Und dann wird unsere Krankheit ist, wo wir mit gekämpft haben, durch die lange Tiden all, wo wir Sünde gehabt haben im Leben, dann soll wir nicht Jesus kommen. Und er will uns auch frei machen. Er will uns heulen. Und dann will er auch haben, dass wir abstohnen und dass wir gehen. Dass wir Zeugnis geben davon, dass wir frei geworden sind. Und dann wünsche ich uns Gottes Segen. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für die Erlösung, die wir haben in dir. Muss die Gnade schenken, dass all die Wünsche, die angenommen haben, dass wir nicht bloß stohnen, sondern dass wir gehen und wieder wieder sein, dass wir geheilt geworden sind von unserer Sündensklaverie. Ich danke dir für die Ratung, die wir haben in dir, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.